Hallo, hallo und willkommen bei der neuen Folge von Resident Evil 7. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los. Wir haben es letzte Woche geschafft zum Speichern. Jetzt wollen wir überlegen, dass wir wieder zurückkommen. Und ich würde sagen, wir müssen uns jetzt dann gegen Glibberly an dieses komische schwarze Ding da anlegen. Ich glaube, der läuft da hinten irgendwo. Das ist aber für uns jetzt kein Problem. Ich hätte so gern die Flinte. Aber das wird so schnell nix. So, jetzt krabbeln wir uns hier wieder durch. So. Okay. Badababa. Badabababa. So, schau mal, wo dieses eklige Vieh ist. Weg? Hey, ich glaube, das Weglaufen hat geholfen. Es ist weg. Dafür wartet es wahrscheinlich irgendwo anders, ne? Was ist das hier für ein riesiges Haus? Drecksau! Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht der letzte gewesen sein. Oh, hier können wir speichern. Überraschung. Okay. Was haben wir denn hier? Die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Mhm. Ich habe einen der Hundeköpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Okay, den Keller. Warte mal, da war. Gab es noch eine Rückseite? Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss an den Mist legen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, was sie mir angetan haben. Ja, die Flinte habe ich auch gesehen, aber die, ja. Hat mir auch nicht viel gebracht. Ja, super, hier sind wir. Schon wieder hier. Kann nicht aufgebrochen werden. Taschenmesser. Mhm. Super. Ja. Speichern wir mal. So ein Schloss hier mit so einem Schrank, das kann man auch so easy going aufbrechen. Das verstehe ich gar nicht. Munition? Oh, das ist immer gut. Ich habe immer das Gefühl, dass der Schlüssel dann halt irgendwo anders da reinpasst. Also zum Beispiel jetzt in das Schloss hier. Das kann ja theoretisch sein. Kann ja nicht verwendet werden. Ich habe keine Lust, den Schlüssel die ganze Zeit mit rumzuschleppen und dann irgendwann am Ende des Spiels festzustellen, oh, der Schlüssel hat nirgends gepasst. Darauf habe ich natürlich keine Lust. So. Und dann gehen wir mal in den Keller. Da soll ja ein Hundekopf sein.
So, wo ist der nächste von den Glibberdingern? Das war garantiert nicht der letzte. Aber die lassen sich wenigstens besiegen. Ich habe diesen Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn verbrennungsfroh im Ofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Was? Mache mit dem Mädchen, was du willst. Im ganz linken. Okay. Tamara. Schon. Bestimmt ist da einer irgendwo noch drin. Lara. So. Verschlossen. Aha. Handabdruck 3A. Keine Ahnung. Also einen können wir von den Viechern noch abknallen. Danach wird's eng. Okay, jetzt geht wieder ein bisschen mehr. So eine Karte. Oh ja, cool. Ah, okay. Scheiße, warum hat er mich nicht gesehen? Jetzt muss ich nach dem suchen. Zwei, super. Oh yeah. Was haben wir denn da jetzt? Dietrich haben wir gefunden. Ah, den kann man nur einmal, hier steht auch, geht gleich kaputt, okay. Also muss der Dietrich gut überlegt eingesetzt werden.
Macht aber Spaß, also ich habe echt Spaß an dem Spiel. Vor allem, wenn die Sache nicht so aussichtslos ist. Was ist das hier? Passt nicht zu dem Schluss. Okay. Ich meine, dass man mit Dietrich nicht jedes Schloss knacken kann, das verstehe ich ja schon, aber dass man das Dietrich kaputt macht, was ist das für ein Grobian, also. Ich glaube, der war schon ein bisschen vorgeschwächt. Wir müssen da durch. Jetzt jemand anderen ankotzen. Ist ja pfui. Ich hab keine Munition mehr. Sind zwei. Nee, das ist zu heftig. Love. Forest Love. Oh. So, wir haben hier noch ein starkes Arznei. Oh. Alter Schwede. Keine Emotionen mehr. Scheiße. Warte, hier war so ein. Genau, hier könnte man den Dietrich probieren. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Bitte lass was Gutes drin sein. Munition. Ja. Dankeschön. Die Schüsse müssen sitzen. Warte, wir speichern. Das ist eigentlich eine Idee. Wir speichern. Wenn die Schüsse nicht sitzen, müssen wir nochmal laden einfach. Weil die müssen jetzt echt sitzen. Wenn die nicht sitzen, weiß ich nicht, wie ich diese Mistviecher auseinandernehmen soll. Weil mit Stechen und Schneiden, das wird nix. Zwei waren es noch. Der eine ist schon stark verletzt. Der andere ist noch etwas beisammen. Oh, hier ist noch mehr Munition. Man muss sich immer ein bisschen umgucken. Man findet eigentlich immer genug Munition. Was war denn das? Da nicht gerade einer geschossen?
Jetzt stirb! Scheiße! Ist er hinüber? Ich glaube, er ist auseinandergefallen. Ich glaube, das... Der letzte Schuss hat gesessen. Scheiße. Wer ist noch so ein Vieh? Zurück am Anfang, da war so chemikalische Flüssigkeit. Guck mal, da gibt es einen Skorpion. Ich komme da mit einem Skorpion rein. Hier. Was ist das hier eigentlich? Was macht denn das? Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärfte, durch die Objekte einfacher aufspüren zu können. Aha, okay. So. Guck mal, so einen herstellen und das hier... Schüffeln. Passt nicht zum Schloss. Haben wir hier schon reingekommen? Ja. Nur diese Scheißmesser hier. Guck mal, da ist eine Tür. Ah, die führt zu dem großen Raum da vorne. Da hätte ich jetzt gedacht, da kann ich den Skorpion einsetzen. Das lassen wir. Der setzt noch nichts hin. Du. Nee, das machen wir nicht. Haben wir echt nichts mehr hier. Sind alle leer. Mit den Münzen kann ich nichts anfangen. Gerne die Schrotflinte. Ob ich da die Pistole reinlegen könnte? Ja. Ich weiß es auch nicht. Dann versuchen wir ihn halt mit dem Messer zu erstechen. Ich hoffe, dass es der letzte ist. Was bleibt uns anderes übrig? Mehr Munition. Also wie war das? Wir sollen hier mit sowas verschärfen unsere Sinne und sehen besser Gegenstände. Aha. Kraut. Eine Münze. Aber schlecht ist das nicht. Da kommen wir noch nicht rein. Warum war die Schlange irgendwie? Das passt nicht. Aber das ist cool. Vielleicht finden wir ja jetzt so hier noch irgendwie was. An Munition. Hier zeigt er, da zeigt er ganz viel an. Chemikalien. Was ist denn hier? Schießpulver. Hey, das ist aber echt cooles Zeug. Man sieht man echt was.
Bin mal gespannt, wie lange das Zeug anhält. Ich brauche Munition, nicht irgend so ein komisches, kratteliges Zeug. Münze, schau. Haben wir alles nicht gesehen? Ja gut, die Truhe ist klar. Wirkt es noch? Ich glaube, es hat aufgehört zu wirken. Was kann ich da mit Schießpulver machen? Munition, flüssige Chemikalie brauche ich da. Aha. Was ist das hier? Starke flüssige Chemikalie. Och Manu. Ach so. Interessant. Also wir haben ordentlich was mehr gesehen, definitiv. Gutes Zeug. Aber leider haben wir trotzdem keine Munition gefunden, Manu. Gehen wir nochmal speichern. Und dann versuchen wir es halt einfach mit dem Erstechen. Was soll man sonst machen, gell? Was soll man sonst machen? Kann man hier ja die Münzen da lassen. Was? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Genau. Okay, das sollte eigentlich passen. Okay. Probieren wir es. Let's get a Rambo. Ein Messer. Wir können auch blocken, habe ich gesehen. Wie sollte man das mal ausprobieren? Aua, aua, aua. Scheiße. Kannst vergessen. Also ohne Waffen brauchen wir da echt nicht reingehen. Nee. Echt nicht. Obwohl, wir haben uns echt gut geschlagen. Alten Speicherpunkt laden. Also geschlagen haben wir uns echt gut, also das muss ich schon sagen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Verbessert die Pistolen, wenn sie vielleicht ihren Schüssen mit Kraft pro Kugel. Was? G gedrückt halten oder was? Ja, aber mit Messer brauchen wir da echt nicht reingehen, ne? Also wirklich nicht. So, okay, Münzen lassen wir hier. Lassen wir hier. Blaue Hundekopf. So. Würde ich sagen. Ich will hier nicht den Skorpion benutzen. Ich weiß nicht. Weil dann kann ja der Typ da ja auch hier so einfach locker flockig hier rein, wenn er das tut. Ich weiß es nicht, ob er das tut. Aber genau das möchte ich vermeiden. Wenn er das dann könnte, habe ich keine Lust drauf. Da krabbel ich lieber nochmal ein paar Mal hier durch.
Oh, wo kriege ich denn noch Munition her? Oder ich muss eine Lösung finden für die Schrottflinte. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Wir könnten ja mal probieren, die Pistole da einfach hinzuhängen. So, und jetzt? Geht es nicht, oder? Passiert nichts. Passiert nichts. Oh, das ist aber schade. Der Flinte, das wäre schon richtig cool. Wir müssen mal irgendwas finden, was man dann da hinlegen kann, was ähnlich ist. Ich weiß es auch nicht. Schade. Na gut. Wollen wir nochmal hier sowas benutzen? Da rein. Wir haben eine Chemikalie gefunden. Damit könnten wir, glaube ich, jetzt Munition herstellen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Schauen wir mal kurz. Schießpulver, genau. Und Chemikalie. Das müsste ja, genau, gehen. Haben wir immerhin 10 Schuss. Oh, da hinten liegt auch noch was. Mit denn da? Ein Kraut, okay. Oh, was ist da? Flintmunition, aha. In dem Raum hier, da ist alles voll mit Zeug, Munition und so. Da soll auch was liegen, gell? Riskieren wir es einfach mal. Das liegt draußen. Na gut. Speichern. Wieder mal. Und ja, ich sollte mich einfach mal auch an meinen Kodex halten. Jeder Schuss muss sitzen, wenn nicht, laden. Kann man die Flintenmunition auch hier lassen? Ah ne, das ist Schießpulver. Aber effektiv bringt uns das eh nichts. Wobei, wir können es mitnehmen, wenn wir Chemikalien finden, dann können wir auch Munition herstellen. Hiermit können wir auf jeden Fall starke herstellen. Haben wir wenigstens einmal eine Heilung noch. Wenn ich jetzt 1 drücke, dann komme ich zu der. Okay. Zum Messer. Ja, probieren wir es einfach nochmal. Wird schon irgendwie gehen. Das ist halt nicht Mafia 3, ne?
Das war nicht schlecht. Ist okay. Oh, da sind ja noch zwei. Ach nö. Da sind ja noch zwei. Aber da hinten lag Munition, gell? Hier. Aber die waren nicht brauchbar. Was war denn das, was wir da jetzt gesammelt haben? Was haben wir denn da eingesammelt? Eine Flintenmunition. Ich glaube, man soll eigentlich mit der Flinte da unten sein. Nicht mit der normalen Pistole. Ah, naja. Mit der Flinte. Und dann ist es vorbei, die Geschichte. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich nochmal da irgendwo hin, wo die Omi sitzt. Da gibt es bestimmt irgendeinen Regenschirm oder so einen Scheiß. Aber leider nicht mehr heute. Denn wir sind wirklich am Ende der Folge. Anders, da kann ich mir das jetzt echt nicht erklären. Mit der Pistole kommst du ja echt nicht weit. Das ist ein bisschen ungünstig, weil wir so viel Munition dafür verbraucht haben, verplempert haben, ne? Wir haben ja den Skorpion noch. Ein Schlüssel, an dem ein toter Skorpion angebracht ist. Das heißt, das kann ich... Kann ich da jetzt noch durch, oder... Geht das noch? Oder muss ich jedes Mal den Schlüssel dran halten? Aha. Naja. Okay. Tja. Ja, sind wir am Ende der Folge. Leider, leider ist so. Tja, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie die Flinte kriegen. Echt scheiße. Wir haben jetzt hier so viel Munition verbraucht, deswegen. Total unnötig. Aber so ist das halt. Das kann passieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, ein kleines Like da lassen. Wir sagen ciao, ciao, peace, yo.